We will thrive. Ein wunderschönes Hallo und herzlich willkommen auch von mir. Und ihr sagt es, wir sitzen alle im gleichen Boot. Wir sind alle miteinander verbunden. Und genau das macht Netzwerke aus. Und ich bin mir sicher, ohne Netzwerke ist so ein Event nicht machbar. Ich selbst war 40 Jahre keine Netzwerkerin. Und warum erzähle ich euch das? Ich erzähle euch das, weil Netzwerken kann man lernen. Als Netzwerkerin oder als guter Empfehlungsgeber wirst du nicht geboren. Und genau das ist das, was ich euch mit auf den Weg geben möchte. Und zwar, ich nehme euch mit 16 Jahre zurück. 2004 war ich in einer Krise. Damals dachte ich, es ist die schlimmste Krise meines Lebens. Aber heute, 16 Jahre zurückschauend, war sie das auf gar keinen Fall. Krisen haben immer neue Chancen. Und ich bin jemand, der immer die Chance sieht. Na, ich kam 2004 aus einer gescheiterten Selbstständigkeit, von meinem Mann, ohne Euros, ohne das Haus, was wir uns mühsam aufgebaut hatten. Und es war ein kompletter Neustart, ohne Euros, ohne Kontakte vor allen Dingen, weil ich hatte mich damals entschieden, 2004, nachdem wir uns getrennt haben privat, nachdem zwei gescheiterte Selbstständigkeiten anstanden, nachdem die ersten Tränchen, die natürlich auch ich vergossen habe, geflossen waren, mich komplett auch räumlich zu verändern. Und zwar bin ich 2004 von einer Kleinstadt mit 4.000 Einwohnern in eine Stadt mit 1,5 Millionen Einwohnern gezogen und ich hatte zu dem Moment genau zwei Kontakte. Das eine war mein Chef beim Arbeitgeber und das andere war mein Vermieter. Und außerdem kannte ich in dieser Stadt niemanden. Und was das bedeutet, brauche ich niemandem sagen. Und was das für mich bedeutet hat, dass ich netzwerken musste. Ich musste Kontakte knüpfen. Ich brauchte Friseur, Nagelstudio, Frauenarzt, Kosmetik, Freundin und einen neuen Partner, weil der war auch gerade weggelaufen. Und dann habe ich von 2004 bis 2007 mir ein privates Netzwerk aufgebaut. So Step by Step by Step by Step. Mit jedem Kontakt, den ich hatte, ging es leichter. Und als ich 2007 dann wieder in einer glücklichen Partnerschaft war, sehr gut privat vernetzt war in München damals, habe ich mich dazu entschlossen, wieder in eine Selbstständigkeit zu starten. Und die erste Euphorie, neue Selbstständigkeit, neues Büro, damals in einer Villa in Grünwald, tolles Büro, tolle Kompetenz, weil ich kam aus 30 Jahren Vertrieb, saß ich 2008 in meinem Büro, heulend in meinem Büro und habe mir gedacht, oh Gott, wie soll das bloß weitergehen? Das Wichtigste, was du jetzt brauchst, sind neue Kontakte, weil mit den privaten Kontakten bist du in deinem Business ganz schnell erschöpft und ich hatte verstanden, ich muss mir ein Business-Netzwerk aufbauen. Das ist meine Botschaft. Das heißt, jeder von uns sollte jeden Tag dafür sorgen, dass er sein Netzwerk erweitert. Und ein Netzwerk ist jede Person auf der Welt, die du kennst. Zu deinem Netzwerk gehört sowohl deine Nachbarin, deine Freundin, deine ehemaligen Arbeitskollegen, die Leute von deinem Sportverein, was auch immer, da gehört jeder dazu. Weil das Wichtigste, was ich dann verstanden hatte, aber so richtig Klick hat es gleich erst bei mir 2011 gemacht, jede Person kann dein Empfehlungsgeber sein. Weil beim Netzwerken geht es darum, sich noch besser kennenlernen, Vertrauen aufzubauen und dann, wenn eine Beziehung da ist, man sagt auch beim Networking so, Beziehung ist das halbe Leben oder so Vitamin B, habt ihr alle schon gehört? Weil nur, wenn eine Beziehungsebene besteht, kannst du daraus schöpfen. Das gilt übrigens für das gesamte Business, das gilt übrigens auch für dein Verkaufsgespräch. Wahrscheinlich ist es mir deshalb so leicht gefallen, weil Verkaufen und Networking hat etwas parallel. Verkaufen und Networking ist aber niemals das Gleiche.
Und das wird heute oft sehr verwechselt. Ich war erst letztens in einer Diskussion verwickelt in LinkedIn. Da hieß es, du musst dort netzwerken, wo deine Zielgruppe ist. Punkt 1. Von mir, wenn ich von Networking spreche, spreche ich immer vom Online- und Offline-Networking. Ich bin ein Fan, Online und Offline zu kombinieren, sowohl im Business, also ich bin auch sehr gerne unterwegs, was jetzt aktuell gerade nicht möglich ist, aber auch im Networking. Ich bin ein Fan davon, persönlich ist einfach persönlicher, sage ich immer, aber online ist super. Sieh das Online immer so als Sahnehäubchen obendrauf. Im Moment ist es genau umgedreht. Im Moment gibt es nur das Sahnehäubchen. Und jetzt bist du gefragt, wie kannst du das Sahnehäubchen größer machen? Weil wenn du nur so ein kleines Online-Netzwerk hast, dann reicht es nicht aus im Moment. Wenn du gut vernetzt bist, kommst du übrigens durch jede Krise viel leichter, weil ein echtes Netzwerk, jemand, der wirklich für dich da ist, der geht mit dir in guten und in schlechten Zeiten. Tipp 2, dein Netzwerk trägt dich durch jede Krise. Und so war es dann, dass ich angefangen habe, 2008, Netzwerkkontakte mir Step by Step aufzubauen, sowohl online als auch offline. Aber so richtig Klick gemacht hat es bei mir, weil das Match wird zwischen den Ohren entschieden, hat schon Boris Becker gesagt, weil es hängt nämlich alles nur an deiner Einstellung. Netzwerken hat super viel mit Mindset zu tun und mit deiner ganz persönlichen Einstellung. Aber so richtig Klick bei mir hat es erst 2011 gemacht und da möchte ich euch die Geschichte von Rosa erzählen. Ich habe ja gerade gesagt, jeder Kontakt auf der Welt kann dein Empfehlungsgeber sein. Wir sind nur 6 Kontakte von jeder Person auf der Welt entfernt. Das heißt, wir sind nicht so weit entfernt. Katja und ich haben sich das einzige und erste Mal 2011 in München getroffen und dann nie wieder. Aber wir waren immer in Kontakt. Nächster Tipp, soziale Medien sind wunderbar, um mit den Menschen in Kontakt zu bleiben. Weil wir verlieren uns nie wieder aus den Augen. Dafür braucht es aber auch deine Online-Präsenz. Wenn man dich nur einmal im Monat online sieht, dann fällst du durchs Raster. Da gibt es den Spruch, wer nicht auffällt, fällt weg. Und das passt in jeder Situation. Aber ich nehme euch nochmal mit zurück, 2008, als ich aufgefangen habe, mein Netzwerk aufzubauen, mein persönliches Netzwerk, aber auch meine eigene Community. Wenn ich von Netzwerk spreche, spreche ich immer vom großen Ganzen. Weil jede Person auf der Welt, die ich kenne und die mich kennt, gehört zu meinem Netzwerk. Aber die Story mit Rosa, ich möchte sie euch nicht verheimlichen, und zwar die einschneidendste Erlebnis von mir, was meine Denke im Networking komplett einmal verändert hat. Weil ich bin früher auch auf Netzwerk-Events gegangen und habe gedacht, ja, jetzt gehst du dahin, triffst 8 Menschen oder 20 und diese 20 oder diese 8 werden dann deine Kunden. Nein, so geht es eben nicht. Netzwerken heißt, eine Beziehung aufbauen, sich kennenlernen, noch besser kennenlernen, sich weiterempfehlen und Empfehlungen zurückbekommen, aber nicht auf dem direkten Weg. Und die Geschichte war folgende. 2011, als ich angefangen hatte, meine Community, Win Women in Network, das Business-Netzwerk für Frauen, was die Menschen weltweit vernetzt, was die Frauen weltweit vernetzt, habe ich Rosa kennengelernt und Rosa war Heilpraktikerin und sie hat Heilströme gemacht, Energiearbeit, kennt ihr sicherlich alle. Und damals hatte ich unsere Community komplett ausgerichtet auf Vertrieb und Marketing. Das heißt, wir hatten gesagt, wir wollen Unternehmerinnen Unterstützung geben im Vertrieb und Marketing, weil das auch ein Thema ist, wo es immer hakt. Und Rosa hatte gesagt, du Petra, dein Netzwerk, das brauche ich glaube ich nicht, weil bei mir kommen die Kunden alle auf Empfehlungen. Dann hatte ich gesagt, du Rosa, ich brauche Heilströme auch gerade nicht, weil ich habe schon so viel Energie. Wenn ich noch mehr Power kriege, das gibt es nämlich Petra Power, dann halten die das nicht aus. Wir sind in Kontakt geblieben, übrigens nicht über Social Media, weil Rosa ist nicht in Social Media. Und eines Tages ruft mich 2011
der Münchner Merkur an, die größte Tageszeitung in München, und sagt, Frau Polk, wir möchten gerne mit Ihnen ein Interview machen. Vor lauter Freude, das war mein erstes großes Interview, eine halbe Seite, habe ich vergessen, wo die Empfehlung herkommt. Aber es hat sich dann ganz schnell ausgeklärt. Im Juni 2011 ist das Interview erschienen und im Juli 2011 bekomme ich einen großen Briefumschlag mit einem gelben Post-it drauf und da stand drauf, liebe Grüße Petra, ich hoffe, du bist mir nicht böse. Kontakt an den Münchner Merkur gegeben hat, liebe Grüße Rosa. Was will ich euch damit sagen? Ich will euch damit sagen, wer hätte gedacht, dass Rosa einen sehr hochwertigen Kontakt für mich damals zur Presse hatte. Jede Person auf der Welt kann dein Empfehlungsgeber sein. Vernetze dich wertungsfrei, weil desto wertvoller wird dein Netzwerk, desto besser du vernetzt bist, desto wertvoller wirst du als Persönlichkeit. Was super wichtig ist, sind drei Punkte für Netzwerken und die habe ich euch mitgebracht. Das erste ist, verschaffe dir Klarheit zu deiner Persönlichkeit, zu deiner Positionierung, zu deinem Business, weil wenn du nicht klar bist, kannst du es nicht klar nach außen kommunizieren. Der zweite wichtige Punkt ist, baue Beziehungen auf, menschliche Beziehungen, pflege die Beziehungen und erweitere deine Beziehungen. Und der dritte Punkt, und der ist der wichtigste, nur wenn du bereit bist, Empfehlungen auszusprechen, wirst du Empfehlungen bekommen. Sei großzügig, teile dein Wissen großzügig, sei präsent und spreche großzügig Empfehlungen aus, ohne etwas zurückzuerwarten. Wenn du dich jetzt noch mehr vernetzen möchtest, lade ich dich ein, vernetz dich mit mir auf deiner Lieblingsplattform in Social Media. Und wenn du noch mehr möchtest wissen zu Networking, dann hol dir jetzt mein Buch Erfolg mit Networking, weil da teile ich das Wissen mit dir aus 16 Jahren Netzwerkerfahrung. Und ich weiß, Networking ist der wichtigste Erfolgsfaktor für dein Business, für deine Karriere und mach dir das Leben unglaublich leichter. Vielen, vielen Dank.